meine Dings tun will. Mhm. Vom Lach. Hi, ich bin Nico. Hi, ich bin Laura. Hi, ich bin Claudio. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely. Laura macht immer so lang, das stimmt. Falls ihr nicht wisst, wo ihr seid, hier. So cool, das habe ich uns besorgt. Ich finde es so cool. Mensch, ich freue mich gut so sehr. Gemacht. Also ich weiß noch nicht, ob es hier hängen bleibt oder nicht. Doch, hä? Aber also ein bisschen weiter runter vielleicht? Nein. Ich weiß es noch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob es weiter runter soll oder nicht. Ich finde es mega cool. Das macht irgendwie alles so komplett. Ja, wir sitzen auch zum ersten Mal so richtig hier in unserem Set gerade. Ja, das eine Video, das können wir ignorieren. Wir haben heute unsere Boyfriends losgeschickt, um Bilder von uns nachzustellen. Ja, also ich habe absolut keine Ahnung, was sie gemacht haben. Wir wissen nicht, welche Bilder. Nee. Wir wissen noch nicht mal so wirklich, wo sie waren. Ich weiß nur, dass Claudio bei mir zu Hause war und überall Sand in meiner Wohnung. Sand? Ist. Ja. Ich weiß es nicht. So total staubig, der ganze Teppich. Alles voller Sand, voller Dreck. Okay. Ich weiß, dass sie hier so ein bisschen was gemacht haben. Wir werden uns auf jeden Fall angucken, was die Jungs getrieben haben, während wir nicht dabei waren. Mhm. Und werden natürlich deren Bilder bewerten. Und ihr könnt die Bilder auch bewerten. Bevor wir anfangen, müssen wir euch was mitteilen, denn dieses Video ist gesponsert von Lalalab. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, denn es kam bei euch richtig gut an, als wir mit denen gearbeitet haben. Voll viele haben sich voll gefreut über unseren Code auch. So viele Nachrichten bekommen. Ja, auf jeden Fall haben die jetzt nämlich eine Sommerkollektion gemacht mit so süßen Boxen und Designs und Büchern. Wer unser Video dazu verpasst hat und gar nicht weiß, was Lalalab ist, das ist eine App. Da könnt ihr einfach vom Handy aus ganz easy eure Fotos hochladen und in verschiedene Fotobücher, Magnete, Fotostreifen und alles Mögliche packen und das eben drucken lassen und das kommt dann direkt zu euch nach Hause. Wir haben jetzt beispielsweise das hier bestellt, also richtig viel. Wir sind richtig durchgedreht beim Bestellen. Und ich habe hier zum Beispiel die Biggie Box. Da sind dann so die Fotos drin, was ich an sich schon sehr stylisch finde. Und die haben jetzt so ein Jungle Summer Design, richtig cool. Natürlich gibt es auch noch die Classic Box in der Summer in the Jungle Version und natürlich auch noch ganz viele andere. Zum Beispiel die Lala Box, die super süß und klein ist. Ich mag die total gerne. Ich glaube, das ist sogar mein Favorite von dieser Bestellung. Dann haben wir hier natürlich auch wieder eine Mini-Box. Die war letztes Mal, war das nicht letztes Mal mein Favorit, die Mini-Box? Dann habe ich noch dieses Mini-Jungle-Book bestellt und ich finde es auch mega cool. Guck mal, ich habe unsere Urlaubsbilder da reingepackt. Hast du gesehen? Zum Beispiel mit Julia zusammen. Natürlich gibt es auch ganz verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt nicht nur dieses matte Papier nehmen, sondern es gibt auch glänzendes, dann könnt ihr verschiedene Farben auswählen und auch total süße Captions aussuchen. Das lautet immer ganz kreativ. Ganz kreativ, April 2050. Auf jeden Fall mega niedliche Geschenkidee oder eben auch einfach für Erinnerungen für euch selbst. Wir haben nicht nur etwas für uns, sondern auch für euch, denn wir haben einen Code für euch, den schreiben wir euch dahin. Ja, passt. Alle weiteren Infos zu Lalalab findet ihr in der Infobox und natürlich auch den Link, wo ihr dann zur App kommt, die ihr einfach runterladen könnt, dann geht es auch ganz, ganz schnell. Gut, dann würde ich mal gucken, wir schauen jetzt mal, ob die Bilder von Jungs auch fotobuchwürdig sind, ob wir die auch drucken sollen oder nicht. Gott, wir machen ein Fotobuch nur mit diesen Bildern. Wenn sie gut sind, dann machen wir das. Mit unserem eigenen Rabattcode. Ja. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, was die Jungs so getrieben haben. Ja, ich bin sehr gespannt, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, muss ich sagen. Okay, wir starten, oder? Okay, wir schauen uns mal das erste Bild an. Also ein Video vom Bild. Du musst etwas Stativ stellen. Guck, da hat niemand einen Stock. Okay, sie sind im Wald. Schon besser. Ja. Das passt gut. Ist gut genug. Das Knie ist runter, das ist hoch und ich mach den hier. Was machen die? Du musst das ausmachen, weil wir sind immer in der Position. Ja, ist das das Palmenfoto? Ich bin ready. Ja, warte. Man muss dazu sagen, der Baum ist komplett nass, hat den ganzen Tag geregnet. Danke auch, dass du immer die Scheiße machst. Oh mein Gott! Leg dich aber drauf. Ich kann dann immer weg, bis wir das Bild gemacht haben. Warte, mein Fuß noch. Ah, ich krieg das hoch. Alter. Der Baum ist zu dick. Ich muss mein scheiß linkes Bein noch hochkriegen irgendwie. Ich krieg's nicht hoch. Faszinierend, dass die so einen Baum gefunden haben. Das sieht so gut aus. Mach ich Rutsche 18. 9, 8, oh 7. Gott. Oh mein Gott, der Arme. Geil, es läuft. Wir zwei ziehen einfach direkt neue weiße Schuhe an im Wald. Ja, aber das ist Männerlogik. Das ist Männerlogik. Kein Wunder, war mein Zimmer komplett dreckig. Ja, kein Wunder, war bei uns auch alles dreckig. So schnell? Nee, aber deren Schuhe waren es nicht. Nein. Nein. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Endresultat an. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, es ist perfekt geworden. Es ist sehr schön geworden. Wow. Also, mir fehlen die Worte. Mir auch. Ich meine, sein Po ist nicht so schön wie meine, aber... Wo sind die Bikinis? Wo sind die Bikinis, Jungs? Also, ich bin enttäuscht. Aber sie sehen echt glücklich aus. Ja, die sehen aus, als hätten sie Spaß gehabt. Ist doch toll. Ja. Cute. Sollen wir sagen, passt besser als unser Bild. Ist besser als unser Bild. Was, also. Wenn die das nicht auf Instagram posten, dann weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Okay, nächstes Bild. Ja gut, wir gucken mal weiter. Okay, wir wollen jetzt eigentlich nur ein zweites Bild schießen. Haben wir nur ein kleines Problem. Die haben einfach einen Bottich mit Blumen gestellt. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also entweder wir schieben den Bottich weg oder das Bild fällt ein bisschen anders aus. I don't know. Werden wir sehen. Claudio ist schon mal rübergelaufen. Das haben wir nicht gemacht. Wir gucken, ob die andere Seite genauso aussieht. Schauen wir mal. Nein. Wer hat das gesagt? Claudio. Das kann nicht sein. Wow, wie nah die Kamera einfach steht. Okay, wir haben den Bottich ein bisschen bewegt. Wir brauchen noch mehr Platz. Das reicht, das reicht. Meinst du? Ja. Sicher? Ja, das reicht. Okay. Das ist das Bild, was wir gemacht haben vor Ewigkeiten. Da hatte ich noch pinke Haare. 2003 gefühlt? Nee. Das war doch von 2014 oder so. Ewig her. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass es nicht hier ist. Ich bin immer noch der Überzeugung. Es war das Fenster. Ich muss hinter dein Kopf. Du musst näher an meine Brust. Das wird gut. Grüß Gott, danke. Wir hoffen es, wir hoffen es. Du siehst ziemlich professionell aus hier. Wir geben uns Mühe. Bereit? Ja. Er wird aber... Ich habe Nico noch was rausgesucht in der richtigen Farbe. Er hat das nicht an gerade. Hier so, ne? Ja. Stimmt. Wir haben noch etwas extra Glück heute, dass hier so viele Menschen da sind. Das wäre nicht peinlich genug, ey. Perfekt. Hatte ich meine Augen zu? Ja. Alright. Bild Nummer 2 ist fertig. Wenn hier nicht so viele Leute wären, dann wäre es ein bisschen einfacher. Ja, es waren locker 200 Leute. Und hast du den Topf eigentlich gezeigt, der hier vorne dran stand? Ja. Der stand nicht immer hier. Die zwei Hulks haben ihn weggeschoben. Alter! Eine gewisse Geschichte. Beweise vernichten. Warte, dann fällt es gar nicht auf. So. Wow. Wie neu. Künstler. Auf zu Bild Nummer 3. Wir machen die Vlogger immer so, gell? Wir haben das Bild jetzt fertig geschossen. Wir haben den 800 Kilo Bottich wegbewegt, 800 Kilo Bottich wieder zurückbewegt. Und dann ist mir aufgefallen auf dem Rückweg, ich habe den blauen Blazer gar nicht angehabt. Die gehen jetzt alles nochmal machen, hab bis gleich. Ich gesagt, deine Bluse ist der Hammer. Die wirkt richtig im Dschungel. Oh, noch ein Stück. Gott. Noch ein Stück. Oh. Das ist ein Feigenbaum. Deine Bluse platzt gleich. Oh mein Gott. Hat er nicht gemacht. Okay, ich bin wirklich mehr als gespannt auf dieses Foto gerade. Ich kenne das Foto noch von uns. Oh, ich kann nicht mehr. Bist du bereit? Ja. Von weitem sieht es schon sehr vielversprechend aus. Achtung. Och, Nico. Die Farbe steht dir aber gut. Wer sich festhält an seinem Bauch. Er sieht ein bisschen verzweifelt aus. Also Claudia sieht ein bisschen aus wie so ein Serienmörder. So, ha, I got you. Und Nico so, ja. Nico könnte aber auch eine Oma sein gerade. So. Ja, das stimmt. Mit dem Outfit. Das ist sogar. Wow, es ist wirklich gut geworden. Props. Ich glaube, es ist schon fast schöner auf jeden Fall als unser Bild, würde ich behaupten. Schon oder? Wieder. Ja, ist besser. Okay, jetzt kommen wir zu Bild Nummer 3. Ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst. Okay, fürs nächste Bild brauchen wir einen Pool. Wir haben hier einen Pool. Kann man leider nicht benutzen, der ist kaputt und dreckig. Jetzt haben wir hier einen Pool. Ganz neu aufgebaut, aber nur um sich ein bisschen abzukühlen. Jetzt hat es gestürmt vor ein paar Tagen. Sieht so grün aus. Wir können jetzt auch nicht rein. Der ist so dreckig. Und wir haben auch keinen Bock, den sauber zu machen. Also bauen wir uns einen eigenen Pool. So ungefähr, gell? Ja. Dafür haben die es gebraucht. Ja. Nico, noch mal, wo ist der hellblaue Stoff? Manchen Bauch da runter. Nee, der passt. Er ist schon wie ich, gell? Digi! Guck ich ungefähr wie Laura? Ihr könnt Geschwister sein. Alter, das haben auch schon viele gesagt. Echt? Lest mal die Kommentare unter den Bildern. Ey. Was? Oh nein, Laudi!
Oh mein Gott, was ist los bei euch? Du musst. Du musst ein bisschen so zurücklaufen. Ich liebe T-Shirts. Aber was ist das für ein Bild? Ich weiß nicht. So, das kuscheln, so die Schultern sich berühren. Ja. Du musst ein bisschen zu mir drehen. Die Boobs ein bisschen zu mir. Ja. Also das ist im Wasser. Gedrückt. Go, go, go. So ein bisschen. Aber wir haben noch nie ein Bild mit den T-Shirts gemacht. Die Augen so okay. Oh, hä? Das ist ein Bild im Wasser. Mhm. Wir gucken uns mal an. Oh mein Gott. Weißt du, was das ist? Ich glaube, ja. Das ist von Thailand mit den Best Friends T-Shirts im Pool. Aber warum sind die nicht nass? Deswegen sah mein Zimmer so aus. Der hat das bestimmt gesucht. Hm. Überall waren T-Shirts. Traumhaft. Es ist ein sehr romantisches Foto, finde ich. Ja, ja. Das Wasser sieht auch ultra realistisch aus. Es ist ja fast wie das echte Bild. Ich würde sagen, weiter geht's im Programm mit Bild Nummer 4. Also nach dem kreativen Bild von unserem Pool haben wir jetzt das nächste Bild vorbereitet. Wir sind schon passend angezogen. Ja. Und auf geht's. Hier müssen wir ein bisschen professioneller an die Sache rangehen. Wir müssen uns eh nochmal angucken, wie die gucken. Ja, die gucken einfach nur geil in die Kamera, das war's. Ja, ja. Dann müssen wir nochmal gucken, gell? Dann müssen wir gucken, wie geil in die Kamera. Du musst immer? Deine Hand hier und meine Brüste anfangen. Geil. Ich runter meine Brüste. Ich fasse deine Brust da nicht mehr. Okay, ist gut. Komm mal. Das ist so toll. Groß, Alter. Immer haben sie Spaß. Wir haben richtig viel Spaß. Aber was machen die? Warum stehen die vor der Tür? Das ist ein richtiges Rosenbild. Das ist so übel. Okay? Haben sie nicht gesagt. Haben sie nicht gesagt. Wir haben doch vor der Tür nie ein Foto gemacht. Nein, noch nie. Wir haben in diesem Raum noch nie ein Foto gemacht. Zusammen zumindest nicht. Nee. Oh. Sieht schrecklich aus, Alter. So gucke ich also normal. Verdammt. Das ist nicht, wie ich posen soll. Wie guckt die so? Wie sieht ihr Gesicht aus? Besser als deins. Auf jeden Fall. Runter, weiter, weiter, runter. Und vielleicht so, so. Ich verstehe ja, das genau. Nicht. Hä? Das, das lasst mir so, oder? Wie ein Bild von 2008, wo zwei in der Disco waren. Ja! Ja, das ist Sonic, Sonic-Bild. Perfekt, besser kriegen wir es nicht hin. Besser kann es keiner hinkriegen. Aber was ist denn das Original? Mir fällt nichts ein, wo wir so und du so irgendwie so... Hä? Nein. So okay, wir gucken jetzt mal das Foto von den Jungs an. Ja, aber wir wissen ja dann trotzdem nicht. Ich habe keine Idee, was das... Nee, sagt mir gar nichts. Dir? Das sagt mir nichts, aber es ist eigentlich ein schönes Foto. Ja, ein Traum. Eigentlich ist es ein ganz gutes Foto. Nico sieht ein bisschen drogenabhängig aus. Ein bisschen. Aber das ist kein Problem. Das macht nichts. Das kriegen wir geregelt, Nico. Das ist doch wenn du New Instagram-Sheet. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Foto sein soll. Soll ich ihn mal fragen? Ja. Ich rufe ihn jetzt mal an. Ja, weil das kommt mir sehr komisch vor. Kann halt so schwer sein, ranzugehen. Und dann rufen wir halt Claudio an, wenn Nico nicht dran geht. Ich glaube, der ist bei seiner Cousine. Wenn der jetzt auch nicht rangeht, dann sind wir verloren. Weil wir wissen nicht, um welches Bild es sich hier handelt. Oh! Ich wollte gerade auflegen. Was ist das? Was ist das für ein Bild? Ich weiß nicht. Ja, ja, du musst es uns jetzt erzählen, weil wir kommen nicht drauf. Wir filmen gerade. Ja. Habt ihr Nico schon gefragt? Er nimmt nicht ab. Wir haben ihn gerade schon angerufen. Also auf dem Bild seht ihr richtig hübsch aus jetzt mal. Das Originalbild halt. Hast du das Originalbild auf deinem Handy? Ja. Kannst du uns das schicken? Okay. Okay, danke. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Angeblich sehen wir richtig hübsch aus, auf jeden Fall. Also irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ein Bauchgefühl sagt... Nein. Aber warum hat sie ihre Hand an der Brust? Das ist eine andere Frage. Das ist doch gefotoshoppt. Weißt du, wie der Arm so ein bisschen aussieht? Wie diese Dinger, die man ans Fenster legen kann? Oder kennst du diese Kuschelkissen, wenn man keinen Freund hat? Ja. Diese Arme, so sieht das aus. Also haben die Jungs besser gemacht, muss ich sagen. Ja. Ihre Haare sehen nicht ganz so fabulous aus wie auf dem Original, aber ja, sehr okay. Schön. Ich habe gewusst, dass es nichts... Ja, es sind nicht wir, falls ihr das nicht bemerkt habt. Ich weiß, es ist sehr schwer auseinanderzuhalten, aber es sind nicht wir. Nein.
Und ich finde auch, die Jungs haben es eigentlich sehr gut gemacht. Ja, doch, das ist ein schönes Foto geworden. Sie hätten sich dafür rasieren müssen eigentlich. Theoretisch. Ich mag es auch, dass Nikos Strähne hier so ein bisschen runtergeht, genau wie bei ihr. Ja. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ich glaube jetzt einfach mal daran. Claudius Ausschnitt ist auch nicht so tief. Ja, nicht ganz. Nee. Fast, aber nicht ganz. Okay, alles klar, dann haben wir das auch aufgedeckt. Okay, sie haben also ganz sneaky ein Bild gemacht, was nicht mal wir waren. Okay, die hatten anscheinend viel zu viel Spaß an diesem Thema. Ich glaube auch, dass die richtig viel Spaß hatten. Dann gucken wir mal weiter, vielleicht haben sie jetzt wieder ein Foto von uns. Auf zum letzten Bild. Oh Gott, ist das letzte Bild? Nee, das vorletzte. Okay, auf zum vorletzten Bild. Okay, also ich guck, ich mach so. Ah, das ist das Foto, was wir ganz lange als Profilfoto hatten. So. Zeig mal richtig Zähne, so wie Ellie. Das wird gut, das wird gut. Meine Arme sind zu muskulös, die sehen nicht so aus wie ihre. So, komm mal, jetzt guck nur mit deinen Augen darüber. Ja, ja, bleib so. Claudio voll drin. Ja, da ist es besser. Du musst näher ran, du musst so richtig ja, so. So eher, Lass mal versuchen, komm. Guck mal, wenn du es hier ein Stück zuschneidest, dann ja, kann ich nicht so stehen, so blöd. Deine Hüfte, Alter. Ich sehe die richtige. Mach mal deine Schulter hoch. Kuschel mal mit mir, mach mal die Laura. Mach mal die Laura. Warte kurz. Hier so. Mach mal meine Beine, Alter. Du zitterst, Alter. Du zitterst. Ich hab mein Bein auch trainiert, Mann. Super weh. Nächste. Okay. Es kann ja nur gut geworden sein, oder? Ja, ich glaube auch. Es muss gut geworden sein. Richtig gutes Bauchgefühl jetzt. Okay. Das ist voll gleich. Oh mein Gott, das ist voll schön geworden. Oh mein Gott, Nico. Die hätten Mädels werden sollen, glaube ich eigentlich. Auch. Also das ist schon, das ist das Beste bisher, würde ich sagen. Ja, es ist richtig gut geworden. Das ist wirklich sehr gut geworden. Also könnte man fast meinen, dass wir das sind. Fast, ja. Ja. Ja, wenn ich 2 Wochen mal nichts in meinem Gesicht mache, sehe ich auch so aus. Ja. Not bad, Jungs. Richtig gut. Das habt ihr richtig gut gemacht. Ja. Okay, wir kommen zum letzten Foto. Oh mein Gott. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Was da jetzt auf uns zu... Oh, okay. Wir haben gerade nur aufgemacht und denken uns so, wow. Auf zum letzten Bild, würde ich sagen. Zwei richtig geile Outfits. Ich sah aus wie ein Zuhälter. Und er trägt einen Alpaka mit sich. Es muss also vom Alpaka-Ding sein. Alpaka muss so sein. So. Da! Nö, nee, Mann. Okay. Umarmt? Ja, so. Das lachst du. Das ist so dumm aus, einfach. Ich steh so. Kann jemand das Foto schießen? Kann er mal kurz drücken? Das muss eins von den Alpaka-Bildern ja, sein. Ja, ich weiß auch welches. Guck ich auf das Ding? Wie genial einfach mit dem Einhorn. Nein, dein Kopf an meinen Kopf ran. Ich bin zu groß für Nico. Ja, okay. Der kein Alpaka ist. Steht ihm vor. Wir hätten auch einfach eine Alpaka-Tour machen können. Auf unlikely Kosten. Ja, ist klar, Nico, ist klar. Das klappt jetzt, das muss klappen. Geh deinen Kopf richtig bei mir an. Die Sonne. Der hat gay geschrieben. Lass doch mal. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin schockiert. Wer macht sowas? Geht gar nicht. Wow, ganze Stimmung im Arsch wegen dem. Okay, wir gucken weiter. Wow. 1:1, Alter. Ja, safe. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das Bild mal an, oder? Ja, mein Gott, ich glaube, es ist richtig süß geworden. Ich meine, wegen dem Einhorn. Oh, oh, wie süß! Das ist aber wirklich voll, guck mal, mit dem Sonnenlicht da. Das ist ja voll schön. Nico sieht ein bisschen sehr angestrengt aus, aber er muss auch so stehen, damit er so tun kann, als wäre er klein. Also kann ich ihm jetzt nicht übernehmen. Oh. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was mein Lieblingsbild ist. Also am besten umgesetzt vom Akkuratgrad ist das blaue Bild. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hier ist von der Idee her allein schon mein Liebling. Ja, also ja. Die zwei finde ich auch am besten. Ja, mit Abstand. Richtig, richtig cool. Wobei das im Fenster ist auch richtig cool. Ja. Und auch das am Baum ist richtig cool. Oh Mann, cool. Die sind alle gut. Okay, ihr habt das sehr gut gemacht. Ja, Jungs. Wahnsinn. Wenn ihr den Jungs mal ein bisschen Liebe da lassen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Die freuen sich auf jeden Fall. Sehr. Oder schaut auf deren Instagram-Accounts vorbei. Genau. Und lasst denen irgendwie ein paar nette Worte da oder ein Abo.
Oder schreibt den Nachrichten, dass sie die Bilder doch bitte hochladen sollen. Ja, oh Gott, ja, bitte. Irgendeins müssen sie davon hochladen. Bitte. Schreibt in die Kommentare, Nico macht welches. Bestimmt. Nico macht das bestimmt. Ja, genau, selbst. Schreibt mal in die Kommentare euer Lieblingsbild, weil das würde mich interessieren. Ja. Ich habe ein bisschen Probleme, mich zu entscheiden, aber ich glaube, das auch. Ist das Letzte für mich. Ja, also die letzten beiden fand ich auch richtig, ja. richtig gut. Die waren alle gut. An der Stelle müssen wir uns aber auch mal recht herzlich bedanken bei den Jungs, dass die so einen Quatsch mit uns mitmachen. Und das ist nicht selbstverständlich, deswegen Dankeschön. Danke fürs Zugucken. Ohne Worte. Like fürs Alpaka und Like für den Pool. Der Top. Like für den Top. Like für den Top. War schön mit euch. Laura, Ellie, ihr schuldet uns was. Das war das letzte Mal. Ich schwöre, ich mache hier nie wieder mit. Meine Dings tun weh. Vom Lach. Und an dieser Stelle ist es soweit. Wir können uns so langsam verabschieden. Ja. Das war jetzt ein Video nach langer, langer Zeit. Und ich finde, es ist uns sehr gelungen. Beziehungsweise den Jungs. Auf jeden Fall. Das wollte ich gerade sagen. Vergesst nicht, wenn ihr etwas bei Lalalab bestellen wollt. Es gibt auf jeden Fall diesen Code. Gebt ihn ein, spart auf jeden Fall was und in der Infobox steht alles weitere über Lalalab. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es gerne tun, die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads zu verpassen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja. Bis dann. Tschüss.